Das war einmal eine Brücke. Seit mehr als 100 Jahren verband sie die beiden Ortsteile der kleinen Gemeinde Insul. Die Wassermassen haben das Bauwerk völlig zerstört. Petra Gründler hatte sich auf genau diese Brücke geflüchtet, doch die begann einzustürzen. Da haben wir die ganze Nacht ausgeharrt. Und du stehst da und die Brücke wird immer weniger. Dein Platz, den du eigentlich noch hast, wo du denkst, hier kannst du überleben, der wird immer enger. Morgens früh hat uns die Feuerwehr ein Seil gespannt. Und dann sind wir an dem Seil, haben wir uns hier rüber gehangelt. Ihr Leben hat sie gerettet. Ihr Haus und ihr Heimatort sind weitgehend zerstört. Unermüdlich sind nun Einwohner und freiwillige Helfer in Insul im Einsatz und schaffen weg, was die Flutwelle hinterlassen hat. Schutt und Schlamm. Hunderte Menschen in Insul haben kein Zuhause mehr. Hilfe bekommen sie 25 Kilometer weiter entfernt am Nürburgring. Alle Veranstaltungen auf der Rennstrecke sind abgesagt. Wo sonst das Fahrerlager ist, sammeln sich nun Einsatz- und Rettungswagen. Und das Hotel hat seine Türen geöffnet. Die Menschen, die kein Dach über den Kopf haben oder am Mittwochabend einfach nicht mehr nach Hause kamen, auch diese Fälle gab es ja, weil eben Straßen schon überflutet waren, die konnten dann kostenlos hier einchecken und hier wohnen. Und das ist aktuell immer noch so. Der Nürburgring ist außerdem zu einer Sammelstelle geworden. Hunderte Menschen haben Lebensmittel und Sachspenden gebracht. Inzwischen bitten die Organisatoren nur noch um Geldspenden. Verteilt werden all diese Hilfsgüter im gesamten Landkreis Ahrweiler. Der Kreis im Norden von Rheinland-Pfalz ist am schwersten von der Katastrophe betroffen. Bis zu 3000 Menschen werden noch vermisst. Allerdings, weil Strom- und Telefonnetze unterbrochen sind, sind viele Menschen nicht erreichbar. Die Polizei fürchtet, dass die Opferzahlen noch weiter steigen könnten. Möglicherweise auch in Insul. Die Menschen hier schaffen und räumen. Zeit zum Verarbeiten der schrecklichen Ereignisse findet hier noch lange niemand. Das kann man nicht kapieren. Man sagt, man ist in einem Albtraum. Zwick mich und lass mich wach werden. Aber du bist ja hellwach, du bist ja da. Ja, es ist ein Albtraum. 700 Menschen leben in Insul. Es wird lange dauern, bis sie die Katastrophe verarbeiten können. Und im Eifeldorf Schuld steht meine Kollegin Karina Kopf. Frau Kopf, was sind die Erwartungen an den Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel heute? Die sind ganz unterschiedlich. Ich habe mit ein paar Einsatzkräften vorhin gesprochen, die von außen hier zum Helfen kommen, also nicht aus dem Ort sind. Die haben so ein bisschen scherzhaft gesagt, sie sollte vielleicht die Schaufel in die Hand nehmen und mithelfen, damit es schneller geht. Das war aber wirklich augenzwinkernd gemeint. Die Anwohner und Anwohnerinnen, die es hier so schwer getroffen hat, die wünschen sich, dass Frau Merkel sieht, wie hoch der Schaden ist, wie nachhaltig dieses Dorf zerstört ist, wie viel Arbeit hier noch auf alle Leute zukommt und wie viel Geld es kosten wird. Und dass es dafür auch Unterstützung braucht, nicht nur morgen und übermorgen, sondern eben auch noch in wahrscheinlich mehreren Jahren, dass Frau Merkel, die Bundeskanzlerin, das mit nach Berlin nimmt als Botschaft und da vielleicht was möglich macht. Der Kreis Ahrweiler wurde besonders schlimm getroffen. Mittlerweile wurden 110 Tote bestätigt. Sind noch weitere Opfer zu befürchten? Ziemlich sicher, leider, das muss man sagen. Diese Zahl wird sich jeden Tag wieder, oder hat sich jetzt die letzten Tage jeden Tag teilweise zweimal am Tag nach oben korrigiert. Offiziell werden noch so 3.000 bis 3.500 Menschen vermisst. Jetzt seit heute werden sie auch mit Hubschraubern gesucht. Da werden so Fotos gemacht und abgeglichen mit Fotos von vorher, also wo sich was verändert hat, wo vielleicht noch jemand verschüttet sein kann. Das wird ganz akribisch gemacht. Bei diesen 3.000 Menschen muss man allerdings sagen, da sind oft auch so Doppelmeldungen dabei. Oder wenn jemand in den sozialen Netzwerken schreibt, die Oma hat sich immer noch nicht bei mir gemeldet, dann gilt es auch schon als Vermisstenmeldung. Und diese Meldungen spielen auch in diese Zahlen mit rein. Es kann, wie wir oft schon gesagt haben, aber auch immer noch daran liegen, dass sich die Menschen nicht melden können, weil eben Strom noch nicht überall geht, weil das Telefon noch nicht wieder funktioniert. Darauf hoffen natürlich alle. Danke, Karina Kopp aus Schuld.